Initiative Seebrücke oder Initiative Seebrücke schafft sichere Häfen. Ein Antrag der Flensburger Ratsfraktion Bündnis 90, die Grünen, die Linke, SPD und SSW. Ich verweise auf die Vorlage 159/2018 und bitte Frau Kittel-Wegenau um Berichterstattung. Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Flensburgerinnen und Flensburger, Flensburg ist ein sicherer Hafen. Nachdem alle Fluchtrouten über Land geschlossen wurden, sterben täglich auf dem Mittelmeer Menschen. Allein in diesem Jahr wissen wir von über 1500 Menschen. Männer, Frauen, Kinder. Die Regierungen Europas stellen staatliche Seenotrettung ein und kriminalisieren zugleich diejenigen, die aus zivilgesellschaftlichem Engagement heraus, oft selbst unter Lebensgefahr, Menschen aus Seenot retten. Marokkanische Fischer finden ertrunkene Menschen als Beifang in ihren Netzen. An den Stränden der Urlaubsparadiese des Mittelmeeres werden teils schrecklich zugerichtete Tote angespült und keine europäische Regierung tut etwas dagegen. Menschen, die ihre Heimat verlassen, Menschen, die ihre Kinder auf die Flucht schicken, allein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die tun dies ganz sicherlich nicht, weil die sich im Sozialstaat Deutschland ein bequemes Leben erhoffen. Sie fliehen vor Krieg, Hunger, Vergewaltigung, Mord. Menschen, die sich auf die unsicheren, lebensgefährlichen Flüchtlingsboote im Mittelmeer begeben, sehen keinen anderen Ausweg, um weiter am Leben zu bleiben. Die Initiative Seebrücke ist eine internationale Bewegung, getragen von verschiedenen Bündnissen und Akteurinnen und Akteuren der Zivilgesellschaft. Sie sagt, Menschen auf dem Mittelmeer sterben zu lassen, um die politische Abschottung Europas voranzubringen und politische Machtkämpfe auszutragen, ist unerträglich und spricht gegen jegliche Humanität. Migration ist und war schon immer Teil unserer Gesellschaft. Statt dass die Grenzen dicht gemacht werden, brauchen wir ein offenes Europa, solidarische Städte und sichere Häfen. Flensburg, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ein solch sicherer Hafen, zu dem wir uns hiermit ausdrücklich bekennen. Und er soll es auch weiterhin bleiben. Als wir die Diskussion um die aktuelle Ratsvorlage vor 3 Wochen starteten, haben wir auch von Ängsten erfahren. Ängsten, dass Flüchtlingsströme wieder und ausschließlich nach Flensburg kämen und wir damit gesellschaftlich überfordert sein könnten. Das Land Schleswig-Holstein hat sich bereits ausdrücklich bereit erklärt, geflüchtete Menschen aufzunehmen und stellt finanzielle Mittel hierfür bereit. Gerade gestern wurde bekannt gegeben, dass die 58 Menschen, die auf dem letzten zivilen im Mittelmeer verbliebenen Schiff, der Aquarius II, auf dem Weg nach Malta ausharren, von Spanien, Portugal, Frankreich und Deutschland aufgenommen werden. Deutschland nimmt 15 dieser Migrantinnen und Migranten auf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht hier nicht um Flüchtlingsströme, es geht um Menschen. Und es geht um Einzelschicksale, deren Leben gerettet werden soll. Und wir haben in Flensburg sowohl die Erfahrung als auch die Kapazitäten, geflüchtete Menschen aufzunehmen. Selbstverständlich setzen wir uns auch dafür ein, dass diese Menschen nicht fliehen müssen. Bekämpfung der Fluchtursachen sollte oberstes Gebot sein und darum appellieren wir an die Bundesregierung, sich verstärkt hierfür einzusetzen. Die Sorge, dass wir Flensburgerinnen und Flensburger uns allein des Problems annehmen, ist ebenfalls unbegründet. Gestern hat die Hamburger Bürgerschaft Hamburg zum sicheren Hafen erklärt. Ebenfalls gestern haben die 3 Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin in einer gemeinsamen Presseerklärung deutlich gemacht, dass sie sichere Anlauforte für Geflüchtete bleiben. In Pinneberg appellieren seit gestern Bürgerinnen und Bürger an den Kreistag, sich der Initiative Seebrücke schafft sichere Häfen anzuschließen. Am 24.09. hat der Rat der Stadt Oldenburg sich der Initiative angeschlossen und die weitere Aufnahme Geflüchteter der Bundesregierung angeboten. Die Initiative dort war ebenfalls parteiübergreifend
und erhielt einen sinnvollen Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Bereits Ende Juli haben die Oberbürgermeisterin von Köln und die Oberbürgermeister von Bonn und Düsseldorf der Bundeskanzlerin in einem Brief die Aufnahme weiterer Geflüchteter angeboten. Genauso wollen viele weitere Städte explizit die Seenotrettung unterstützen. Ich habe sie jetzt nicht alle recherchiert. Darüber hinaus gibt es in vielen Städten Aktionen, die die Initiative Seebrücke unterstützen. So hat sich auch hier in Flensburg eine große Gruppe Engagierter zusammengetan, um die Seenotrettung im Mittelmeer zu unterstützen, auf die Problemlage aufmerksam zu machen und auch Spenden für die Seenotrettung vor Ort einzusammeln. Parteiunabhängig und übergreifend riefen die Pröbstin und der Kirchenkreis, die evangelische Jugend, Stadtpfarrer, die Flüchtlingshilfe, Wir sagen Moin, das Unterwasserteam, Linke, Grüne, SSW und SPD dazu auf, sich für die Seenotrettung einzusetzen. Im Rahmen des Aktionsmonats September fanden und finden noch viele Aktionen statt. Beginnend mit der Demonstration am 1. September auf dem Südermarkt, bei der der Landesflüchtlingsbeauftragte Stefan Schmidt sprach. Es folgten Nass gegen Hass, Menschenrechte gehen baden, Seebrücke auf dem Land, Versteigerung verschiedener Kunstwerke zugunsten der Seenotrettung. Gestern wurde der Film Juventa gezeigt mit 120 Teilnehmerinnen. Alle diese Aktionen wurden von ganz vielen Menschen aus Flensburg begleitet. Stellvertretend für alle Engagierte möchte ich mich an dieser Stelle bedanken, deshalb bei Wir sagen Moin und der Flüchtlingshilfe, die hier immer als Organisatorinnen und Organisatoren zur Verfügung standen, und bei allen Aktiven, die die Aktionen bewerben und unterstützen. Danke, mit euch ist Flensburg ein sicherer Hafen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, bereits im September 2015 haben wir gezeigt, dass wir ein sicherer Hafen sind. Und für uns Flensburgerinnen und Flensburger Menschlichkeit an oberster Stelle steht. Ich erinnere mich, wie viele von uns direkt aus der Ratsversammlung zum Bahnhof gegangen sind, um zu helfen, teilweise Tage und Wochen lang. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, auch zum Ende des Zweiten Weltkrieges war Flensburg ein sicherer Hafen für Geflüchtete. An diesem Wochenende feiert meine Mutter ihren 75. Geburtstag. Sie hat ihren zweiten Geburtstag am Flensburger Hafen gefeiert, nach mehr als halbjähriger Flucht in einer der vielen Flüchtlingsbaracken. Genauso wie ich werden viele von euch und Ihnen unzählige Berührungspunkte mit dem Thema Flucht in Ihrer Familiengeschichte haben. Auch deshalb appelliere ich an Sie und euch alle, heute hier gemeinsam zu erklären, Flensburg bleibt ein sicherer Hafen. Danke. Ja, danke schön. Mir liegt eine Wortmeldung von Ratsherr Rüstemeier vor. Herr Stadtpräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank, Ellen, für den durchaus emotionalen Vortrag. Ich möchte gerne heute gar nicht auf Inhalte eingehen, weil wir dazu gar keine Gelegenheit hatten, denn der Antrag erreichte uns erst gestern. Wir konnten also in der Ratsfraktionssitzung am Montag nicht darüber beraten, ob wir diesen Antrag so folgen können. Unverständnis hat das bei uns ausgelöst, weil Rasmus Andresen hier ja die letzte Sitzung auch schon missbraucht hat, würde ich fast sagen. Er befindet sich ja jetzt im Europawahlkampf und scheint hier die Redeordnung nicht so richtig parat gehabt zu haben. Ich möchte kurz erklären, warum wir diese Initiative hier ablehnen. Wir haben auf die Schnelle den Antrag gesichtet und haben festgestellt, dass die Organisation, die wir jetzt hier unterstützen sollen, von vielen anderen Organisationen unterstützt wird. Unter anderem ist unter den Unterstützern die Interventionistische Linke zu finden. Und ich zitiere einmal aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht von 2019, Seite 138. Die IL, also die Interventionistische Linke, fungiert als Scharnier zwischen Militanten,
Gruppierungen und nicht gewaltorientierten Linksextremisten bzw. nicht-extremistischen Gruppen und Initiativen. Die Einstellung zur Gewalt ist taktisch geprägt. Sie wird nicht grundsätzlich abgelehnt, da die IL auf die Überwindung des Kapitalismus mittels eines revolutionären Umsturzes zielt, bildet der Antikapitalismus einen ideologischen Schwerpunkt. Und an anderer Stelle ist dort das Zitat von der IL-Homepage zu finden: Die strategische Orientierung auf dem Bruch darf auch nicht damit verwechselt werden, dass wir uns nur für eine ferne Revolution interessieren, aber in den aktuellen Kämpfen abseits stünden. Im Gegenteil, wir wissen, dass eine linke gesellschaftliche Hegemonie nur im Kampf für Teil- und Zwischenziele, in den schrittweisen Verschiebungen des Kräfteverhältnisses und dem geduldigen Aufbau von Gegenmacht von unten erreicht werden kann. Liebe Ratskollegen von SSW und SPD, ich habe Verständnis, dass Ihnen das auf die Schnelle durchgerutscht ist. Aber heute ist der Tag, an dem Sie diesem Ausflug in die Europapolitik ein Ende setzen können. Wir werden diese Organisation als Stadt Flensburg nicht unterstützen können. Deswegen wird es heute unsere Zustimmung zu diesem Antrag nicht geben. Vielen Dank. Ratsfrau Ritter, bitte. Um das wieder ein bisschen zurechtzurücken: Wir unterstützen mit diesem Antrag nicht die IL, und die IL, für die fordern wir auch keinen sicheren Hafen, und ich bin auch ganz sicher, dass die für ihre Pläne nicht auf den sicheren Hafen scharf sind. Vielen Dank. Erstmal Ratsherr Möller, bitte. Herr Stadtpräsident, meine Damen und Herren, es geht hier um Rettung auf See, es geht darum, Ertrinkende zu retten. Und Arne, ich glaube, in dem Moment, wo du im Wasser liegst, fragst du nicht nach der politischen Richtung, wenn dir einer die Hand reicht. Sondern da geht es darum, Menschen vor dem Ertrinken zu retten und eine sichere Zukunft zu geben. Und deswegen haben wir dem zugestimmt. Ja? Nächster Redner ist dann Herr Peisen, Flensburg Wählen. Verehrte Ratsversammlung, verehrtes Publikum, wir werden den Antrag vermutlich unterstützen, aber wir haben dem noch etwas hinzuzufügen. Und zwar ist es ja so, dass der Antrag, so vom Text her, kann man sagen, enthält fast schon alles, aber in der Begründung müsste man noch mal ein wenig ausholen. Das will ich kurz machen, wirklich kurz. Also, Sie kennen ja diesen Präsidenten, der tut so, als könne er alles schaffen. Ah, US-Präsident. Als könne man alles schaffen, als Witze werden über ihn gemacht. Er kann sein Lächeln anknipsen, wenn er gefordert ist. Er hat sein Land gespalten und hat außenpolitisch Konflikte angezettelt, die auch Flensburg betreffen. Nun meine ich jetzt aber nicht den Herrn Trump, sondern ich meine den Herrn Obama, seinen Amtsvorgänger. Denn das war nämlich der amtierende Präsident, der zugelassen hat, dass Libyen bombardiert wird, der zugelassen hat, dass Waffenlieferungen nach Syrien gehen und der auch die Destabilisierung der Ukraine mit gefördert hat. Und seit dem Tod von dem Staatschef Gaddafi 2011, ein Meuchelmord, wird vermehrt nämlich das Mittelmeer als Fluchtroute gesucht und es sterben Flüchtlinge im Mittelmeer. Und seit dem Krieg in Syrien haben Flüchtlinge die Balkanroute genutzt. Aber nirgends ist in den offiziellen Medien zu erfahren, dass Präsident Obama und seine Außenministerin Clinton den Meuchelmord an Gaddafi zelebrierten. Also in einem Interview hat dann die Frau Clinton zu Protokoll gegeben, Zitat, "We came, we saw, he died." Und auf Nachfrage hat sie dann noch frohlockt, ob die USA da was mit zu tun hätten, hat sie gesagt, "Sure it did." Sicher hat es was mit uns zu tun gehabt. Und diese Not, die quasi im Mittelmeer eintritt, für die wir hier diese Resolution machen, die gilt es doch einzudämmen. Und das könnte man eben mit einer
aktiven Friedenspolitik machen. Und einen kleinen Aufschlag, den könnte man noch in dem Text einfügen, wenn man nämlich im dritten Absatz sagen würde, insbesondere für eine gerechte und effektivere Entwicklungshilfepolitik, für eine aktive Friedenspolitik ohne Einsatz von Waffen und dafür, dass die Menschen aus dem Mittelmeer gerettet werden. Dann wäre der Antrag wirklich vollständig. Denn der Grund, warum Leute fliehen, das ist ja die Gewalt, die hier angesprochen wurde. Und die Gewalt, die geschieht durch Waffen. Und die werden exportiert dorthin, wo die Gewalt geschieht. Deshalb wäre unser Vorschlag, diesen Zusatz hinter Entwicklungshilfepolitik, für eine aktive Friedenspolitik ohne Einsatz von Waffen und dafür, dass die Menschen auf dem Mittelmeer gerettet werden. Und ja, ein prominenter Zeitzeuge für sowas war ja Egon Bahr, der hat ja auf die Zusammenhänge der Politik verwiesen. Ich hoffe, dass sich viele noch daran erinnern. Das wäre der Zusatz nach dem Wort Entwicklungshilfepolitik, und weiter geht es mit und dafür. Gut, mir liegen erstmal noch weitere Wortmeldungen vor. Dann das nächste ist Herr Odesen, SPD. Herr Stadtpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe eigentlich nur eine kurze Anmerkung zu machen. Herr Rüstemeier, das, was Sie gesagt haben, finde ich extrem unpassend. Seenotrettung ist ein Akt der Menschlichkeit und dass Sie mit Ihrer Äußerung den Antrag und damit die Seenotrettung insgesamt in eine linksextremistische Ecke drängt, das finde ich ja nicht nur schade und unverantwortlich, das finde ich sogar richtig zum Kotzen. Da kriege ich wirklich Sonnenhals und der Stadtpräsident möge die Äußerung entschuldigen. Ja. Herr Dürkopp, bitte, vom SSW. Also, Herr Präsident, liebe Kollegen, nur ganz kurz zu den Unterstützern dieses Projekts. Es gibt Regierungen im Mittelmeer, die es fast zum Staatsziel erklären, da Menschen ertrinken zu lassen. Einfach nur, um mal zu sagen, wir wollen das nicht. Und diesen Akt der Unmenschlichkeit, dem muss man von überall ein ganz lautes Nein entgegenschreien. Und das tun nicht nur irgendwelche linken Splittergruppen in diesem Aktionsbündnis, das tun auch die paritätischen Wohlfahrtsverbände, das tut der Malteser Hilfdienst, das tut der Arbeiter-Samariterbund, das sind nicht... Die stehen als Unterstützer. Sie sagen doch, der wird unterstützt von irgendwelchen Linken. Bitte eigene Wortmeldung nicht dazwischen. Das sind Unterstützer von dieser Aktion Seebrücke. Und deswegen finde ich das total unpassend und ich hoffe, ihr geht nochmal in euch, ob nur weil irgendwelche Linken, ist mir egal, ob das Spinner sind, das unterstützen, ob ihr da nicht mit ins Boot kommt, das würde ich mir echt nochmal überlegen. Dann habe ich als nächstes Herrn Hansen, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrte Anwesende, es geht auch um einen weiteren Aspekt und der steht natürlich zwischen den Zeilen, nämlich darum, in welcher Art wir in den letzten Monaten und in welcher Schärfe wir das Thema Migration in unserer Gesellschaft behandeln. Und hier geht es auch um ein eindeutiges Zeichen, dass diesen Verfall der Werte, diesen Verfall wollen wir uns als Flensburger Ratsversammlung nicht anschließen. Es geht darum, auch ein deutliches Zeichen zu setzen, dass wir menschliches Leid zu verhindern als ein höheres Gut ansehen, als mit den Lasten durch die Migrationspolitik immer abzutun. Es geht auch darum, ein deutliches Zeichen zu setzen, dass Flensburg anders tickt als der Geist von Chemnitz, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die von Flensburg im Winter
2015 auf wunderbare Weise durch die Republik gesendet wurde, auch nach Skandinavien hin, wo wir als Flensburger Gesellschaft bewiesen haben, wir zeigen hier, dass wir jeden einzelnen Menschen mit seinem Leid sehen und bei uns willkommen heißen, ihm helfen, ihm warme Decken geben und was zu essen, und dass es ein Gebot der Menschlichkeit ist, nicht zu sagen, ach, das ist ja nicht vor meiner Haustür, das ist irgendwie, das ist da ganz weit weg irgendwo in der Tagesschau. Nein, die Tagesschau ist hier vor Ort. Und dieses Zeichen, das sind die Menschen in Flensburg auch weiterhin bereit zu geben. Das zeigt die Beteiligung an den Veranstaltungen im September. Deswegen möchte ich Ihnen auch diesen Gedanken nahelegen, dass es eben gerade nicht, dass es gerade darum auch geht, ein eindeutiges Zeichen gegen den Rechtspopulismus in unserem Land zu setzen. Und Sie haben mit der Zustimmung zu diesem Antrag auch die Gelegenheit dazu. Dankeschön. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ist hier so eine halbe? Ja, Ratsherr Rüstheim-Meyer nochmal. Herr Stadtpräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, um das nochmal deutlich zu sagen, unsere Kritik richtet sich nicht gegen die Menschen, die hier ertrinken, oder gegen die Menschen, die dagegen aufstehen, dass Ertrinkende gerettet werden. Und echte Seenot muss natürlich auch verhindert werden. Aber unsere Kritik richtet sich gegen die Initiative, die unter ihren Reihen Verfassungsfeinde hat. Deswegen wäre mein Vorschlag, den ersten Satz zu streichen, dann gehen wir diese Vorlage mit. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Dann habe ich jetzt vorliegen die Beschlussvorlage, wie sie veröffentlicht wurde, RV 159/2018 in ihrer ursprünglichen Form. Dann in der ersten Variante mit dem Zusatz, dass in der vorletzten Zeile hinter dem Wort Entwicklungshilfepolitik dieser Satz ergänzt wird durch und für eine aktive Friedenspolitik ohne Einsatz von Waffen. Und dann geht es weiter mit und dafür, wie es dort an der auch einzusehen ist. Und ich habe eine zweite Variante, die ursprüngliche, der ursprünglichen RV 159/2018 folgt, ohne den ersten einleitenden Satz. Die Flensburger Ratsversammlung unterstützt, wie zahlreiche andere Städte, die Initiative Seebrücke schafft sichere Häfen, also beginnt mit dem Satz, wir begrüßen ausdrücklich, Punkt, 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 wenn ich es richtig verstanden habe. Wie bitte? Ist da noch eine Wortmeldung? Das sind jetzt also erstmal die Ursprungsvorlage mit den zwei Varianten, wie sie sich die Diskussion ergeben hat. Richtig? Ja, danke. Wie bitte? Wir haben uns jetzt wir haben drei Varianten. Ob wir diese Friedensakzent, ob wir die noch zusätzlich aufnehmen und dann über das Gesamtpaket abstimmen. Ja, das ist jetzt erstmal der erweiterte Antrag. Ich stimme jetzt als erstes ab. Die Ursprungsvorlage ergänzt um den Satz für eine aktive Friedenspolitik ohne Einsatz von Waffen. Das ist die weiter gefasst. Darüber bitte ich jetzt zuerst um Ihr Handzeichen bei Zustimmung. Mit dem Satz, der von Herrn Peisen hier eingebracht worden ist. Gut, haben Sie es? Dann Gegenprobe. Gegenstimmen. Dankeschön. Und Enthaltungen? Keine.
Gut, dann stelle ich fest, dass die RV 159/2018 ergänzt um den von der Fraktion Flensburg-Wählen eingebrachten Satz, ich möchte ihn jetzt nicht nochmal wiederholen, mit 29 Ja-Stimmen bei 7 Nein-Stimmen mit großer Mehrheit angenommen worden ist. Dankeschön. So, damit machen wir weiter mit Top 12, neu, ehemals 13, Verfahren zur Wiederbesetzung der Stelle der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters. Ich verweise auf die Vorlage RV 155/2018 und bitte unsere Oberbürgermeisterin Lange um Berichterstattung. Wolltest du? Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Stelle des Henning Brüggemann ist wieder zu besetzen und insofern gab es einen Vorschlag, der im Hauptausschuss mehrheitlich gewotet wurde. Ich beziehe mich jetzt auch ein Stück weit auf das Votum des Hauptausschusses, verweise auf die Vorlage und ich denke, damit ist alles gesagt. Danke. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Dann haben wir folgende Situation. Der Antrag ist so gefasst, dass wir zwei Alternativen haben, über die abzustimmen ist. Ich stimme zuerst, ich gehe nach der Reihenfolge in diesem Fall, über die Alternative 1 ab. Also wer dem Antrag mit dem Text, wer unter Punkt 1 gefasst ist, gemäß § 67 Absatz 3 der Gemeindeordnung wird auf eine öffentliche Ausschreibung der Stelle verzichtet, den bitte ich um Zustimmung. Okay, Dankeschön. Gegenstimmen? Bitte klar aufzeigen. Klar aufzeigen wird es jetzt leichter das Zählen. Dankeschön. Enthaltungen? Eine, zwei. Okay, danke. Gut, da wir zu einer Entscheidung kommen müssen, kommen wir zur zweiten Alternative. Bitte um Zustimmung. Hier lautet, um Handzeichen bei Zustimmung, der Text lautet, eine öffentliche Ausschreibung der Stelle hat zu erfolgen. Wer dieser Alternative folgen möge, den bitte ich um sein Handzeichen. Dankeschön. Gegenprobe, wer stimmt dagegen? Okay, Dankeschön. Enthaltungen? Zwei. Gut. Und vielen Dank. Damit stelle ich fest, dass die Alternative 2, eine öffentliche Ausschreibung der Stelle hat zu erfolgen, mit 21 Ja-Stimmen bei 14 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden hat. Dankeschön. Okay, damit geht's. Wir müssen erstmal ja. Gut, dann machen wir weiter mit Tagesordnungspunkt 13, neu, 14 alt, Widmung von Straßen. Ich verweise auf die Vorlage RV 156/2018. Frage, ob es Wortbeiträge dazu gibt. Da dieser und der nächste Tagesordnungspunkte in den Ausschuss, im Ausschuss vorher relativ deutliche Voten haben, schlage ich vor, dass wir vom Zählverfahren mal anders verfahren. Und ich frage zuerst ab,
Wer gegen diese Vorlage stimmt? Ich sehe keine Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? Sehe ich auch nicht. Dann ist diese Ratsvorlage einstimmig angenommen. Wie bitte? 156/2018. Widmung von Straßen. Gut. Genauso würde ich gerne verfahren mit Tagesordnungspunkt 14, neu, 15 alt, Bebauungsplan, Hohlweg, Schule und Kita, Nummer 300, Aufstellungsbeschluss. Wortbeiträge sind keine erwünscht. Gibt es Gegenstimmen, Nein-Stimmen? Keine. Enthaltungen? Auch nicht. Damit ebenfalls einstimmig angenommen. Top 15 neu, ehemals 16. Zweite Änderung des Bebauungsplanes östliche Altstadt St. Johannes. Nummer A3.3. Auch hier geht es um einen Aufstellungsbeschluss. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ja, bitte Herr Hamann, Die Linke. Verehrter Stadtpräsident, liebe Oberbürgermeisterin, liebe Ratsmitglieder, liebe Einwohnerinnen und Einwohner hier im Saal und am Fernsehen, ich bitte bei der Aufstellung dieses Bebauungsplans explizit auf die Baugrenzen zu achten. Ich erinnere mich noch an das Erweiterungsvorfahren, was wir damals bei der Handwerkskammer im Viertel hatten. Dort wurde das nicht beachtet und das gab dann hinterher Schwierigkeiten. Das war's, danke. Gibt es dazu weitere Wortbeiträge? Nein. Gut, dann schlage ich das gleiche Verfahren vor. Gibt es zu der Ratsvorlage 146/2018 Nein-Stimmen, Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Gibt es Enthaltungen? Auch nicht. Dann auch wiederum einstimmig angenommen. Nächster Tagesordnungspunkt 16 neu, 17 alt. Bebauungsplan Sportspiel- und Freizeitzentrum an der Bowling Arena, Nummer 310, auch wieder ein Aufstellungsbeschluss. Es liegt Ihnen vor die Ratsvorlage 149/2018, mittlerweile in der ersten Ergänzung. Diese gibt den Beratungsstand vom Super vom 18.09.2018 wieder. Ist dazu das Wort erwünscht? Dann stelle ich auch hiermit die erste Ergänzung zur Abstimmung. Gibt es Nein- oder Gegenstimmen? Das ist wieder nicht der Fall. Enthaltungen? Auch nicht. Dann ebenfalls einstimmig angenommen. Danke. Nächster Tagesordnungspunkt 17, neu, 18 alt. Da geht es um 18. Bebauungsplan, alte Tischlerei Osterallee 200-202a, Klammer Nummer 308. Ein weiterer Aufstellungsbeschluss. Ich verweise auf die Vorlage RV 153/2018. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Ebenfalls nicht der Fall. Dann stelle ich auch diese Ratsvorlage zur Abstimmung. Gibt es Nein, Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? Sehe ich auch nicht, dann ebenfalls einstimmig angenommen. Dankeschön. Tagesordnungspunkt 18, neu, 19 alt, Bebauungsplan nördlich der Lecker Chaussee, Klammer Nummer 287. Da geht es A, um die Entscheidung über Anregungen und B, einen Satzungsbeschluss. Ich verweise auf die Vorlage RV 133/2018. Und frage ebenfalls nach Wortbeiträgen. Das ist nicht der Fall. Dann gebe ich auch diese Ratsvorlage zur Abstimmung und bitte um das Aufzeigen von Nein- oder Gegenstimmen. Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? Ebenfalls keine, damit ebenfalls einstimmig angenommen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 19. Neu, 20 alt, Bebauungsplan Heinrich-Schulz-Straße, Klammer Nummer 312,
geht es wiederum um einen Aufstellungsbeschluss. Ich verweise auf die Vorlage RV 164/2018 und sehe das Handzeichen von Ratsherr Rüstemeier. Herr Stadtpräsident, meine Damen und Herren, wir haben im Planungsausschuss aus der Vorlage zum gemeindlichen Einvernehmen die Aufstellung für einen Bebauungsplan gemacht. Mir liegt Schriftverkehr vor zwischen der Ordnungsbehörde der Stadt und dem Bauherrn, aus dem signalisiert wird, dem Bauherrn gegenüber, dass alles klar ist, dass er quasi loslegen kann. Es fehlte nur noch das gemeindliche Einvernehmen, das in der Regel nicht zu versagen ist. Wir werden uns heute wahrscheinlich mehrheitlich enthalten bei diesem Punkt, weil wir glauben, dass wir hier in eine rechtlich schwierige Situation kommen als Stadt. Wir glauben auch, dass das schädlich ist für unser Standing bei den Bauherren, die wir brauchen, um ausreichend Wohnraum zu schaffen in der Stadt. Gleichwohl möchte ich heute auch ankündigen, dass wir auch konstruktiv daran gehen möchten und das Verfahren ändern wollen. Je nachdem, Herr Jessen, wie schnell die Rechtsabteilung uns eine Auskunft gibt über unseren Vorschlag, den wir unterbreiten wollen, werden wir sicherlich innerhalb der Herbstferien dazu kommen, Sie einzuladen, ein neues Verfahren für den Planungsausschuss zu besprechen und nachher auch zu beschließen, damit wir eine Rechtssicherheit hinbekommen. Das ist nicht so ganz einfach und wir haben uns mal ein kompliziertes Verfahren gegeben, das auch einen Grund hatte, warum wir uns das gegeben haben. Aber wir haben bei dieser Situation festgestellt, wir laufen hier in eine kritische Situation und ich hoffe, dass wir als Stadt an dieser Stelle schadlos rausgehen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Gut, dann mache ich es wieder in einer normalen Reihenfolge. Ich gebe zur Abstimmung die Vorlage RV 164/2018 und bitte bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Bei Zustimmung, ja, ich muss ja ein bisschen wach halten. Ja. Ja, Dankeschön. Gegenstimmen? Sehe ich eine, zwei. Und Enthaltungen? Dann ist auch diese Ratsvorlage, Dankeschön, mehrheitlich angenommen bei 26 Ja-Stimmen, 7 Enthaltungen und 2 Gegenstimmen.